Hallo Leute, hier ist wieder euer ProNoob. Folgendes, ein kurzes Infovideo wieder mal. Ich werde jetzt euch ein paar Sachen sagen. Tut mir leid, ich bereite mich auf sowas nicht vor. Nämlich das, was ich sagen wollte, ja, ich bin behindert, ich weiß. Auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, ist eben, dass ich in letzter Zeit echt wenig Videos rausbringe, beziehungsweise rausgebracht habe, da ich, wer es nicht weiß, angefangen habe zu arbeiten und ich bin nach der Arbeit immer so kaputt, das ist eine körperlich recht anstrengende Arbeit. Und deswegen bin ich irgendwie nie dazu gekommen, irgendwie Sachen aufzunehmen und auch nicht irgendwas, was mich interessiert hat, gab es, beziehungsweise was euch interessiert hätte, nämlich Star Wars kam ja nicht so gut an und alle anderen Projekte auch und es kommen gerade in nächster Zeit AAA-Titel, die mich interessieren, erst wieder raus im November. Und zwar Watch Dogs 2 und irgendein anderes noch, Dishonored 2, glaube ich. Und auf jeden Fall wollte ich fragen, ob ihr die Spiele überhaupt sehen wollt und ob ich vielleicht noch Watch Dogs den ersten Teil spielen soll. Nämlich, den habe ich noch, müssen wir den zwar wieder installieren, aber für euch würde ich das ja machen. Und ja, was noch? Ich wollte euch sagen, dass ich einen Filter gefunden habe, wie die Farben satter werden im Spiel. Ich mache den jetzt mal in diesem Moment rein, indem ich hier rede, gerade in diesem Moment, genau jetzt. Dann könnt ihr mal sehen, die Farben müssen dann kräftiger sein und so. Und ja, ist an sich was Gutes, ja. Okay, was noch? Irgendwas wollte ich sonst noch sagen. Richtig. Minecraft Underground, das Projekt, was ich geplant habe, das Community-Projekt, werde ich am Mittwoch aufnehmen, diesen Mittwoch, quasi, wenn das Video rauskommt, morgen. Und ja, ich werde um 17 Uhr anfangen. Wenn ihr sp mitspielen wollt, sage ich es nochmal, ihr braucht eine PS4, die Minecraft-Version für PS4. Ihr braucht ein Internet, PS Plus natürlich, eben den Standardkram. Ihr müsst mir eine FA schicken, schickt am besten, ja, bin ein Abonnent oder irgendwie sowas. Ja, und ansonsten solltet ihr euch an Regeln halten können. Ich werde das Ganze ja auch aufnehmen. So, das waren vorerst alle Informationen, die ich euch sagen wollte. Wenn mir noch irgendwann irgendwas einfällt, dann sage ich es einfach. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, war es das auch schon mit dem Infovideo? Ich hoffe, jemand spielt Minecraft mit oder irgendwie sowas, was mir eben weiterhilft. Ich hoffe, ich kann demnächst wieder mehr Videos rausbringen. Ich hoffe, euch gefällt der Filter. Ja, ich hoffe, dass das alles so abläuft, wie ich hoffe. Das Video klingt zwar jetzt sicher ein bisschen komisch, weil ich mich nie auf sowas vorbereite, aber ist ja egal. Auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.